Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir so eine Art Blutschwur quasi geleistet und wir müssen jetzt drei verschiedene Orte auf der Karte untersuchen, um den Schlüsselstein zu finden, beziehungsweise Ich bin eine direkt alte hinter euch, Dwemer-Ruine Partnerin. zu finden. Gerade am gucken, wo ich jetzt hier am besten rumreite. Der erste Punkt liegt nämlich hier relativ in der Nähe. Das nehmen wir uns doch direkt mal mit, wenn wir sowieso auf die andere Das Seite ist ein müssen. tolles Gebiet zum Sammeln. Ja, ganz toll, Basti. Wir müssen aber im Endeffekt da runter. Oh komm, jetzt kann ich die ganze Zeit nicht reiten wegen diesen blöden Bären, oder was? So, das heißt, da hinten geht auf jeden Fall ein Weg runter. Oder hoch, je nachdem. Ich denke mal hoch in die Berge. Dann versuchen wir es da. Das sieht gut aus. Und dann irgendwie gleich hier hoch. So. Ah, das Da, sieht gut aus. Bussard, eine Plakette. Untersuchen wir sie. Die Diebin. Das ist eine Himmelsgeschichte. Wir nennen sie die Jägerin. Ihr würdet sie vermutlich als die Diebin bezeichnen. Ja, das ist richtig. Das war schon, was du mir jetzt mitteilen wolltest. Okay. Dann laufen wir hier den Weg weiter. Und kommen gleich hier oben rechts raus, glaube ich. Diese Plaketten sind so alt wie diese Hügel, Hallo. Bussard. Seht euch um. Das ist die Hexe in den Sternen. Oder die Magierin, wie ihr sie nennt. Ja, das ist richtig. So, Basti, du schaffst das schon. Ich gehe schon mal zum nächsten Ort. Ja, natürlich. Ist das nervig. Nee, das ist eine Quest hier oben. Wo ist es denn jetzt? Da oben versteckt. Wir glauben, die Dwemer haben diese Plaketten angebracht, aber niemand weiß es genau. Seht, was auf ihr steht. Das zeigt die Himmelsgeschichte vom Henker. Ich glaube, eure Leute nennen ihn den Krieger. Den Henker, Ich wusste, dass ich mir noch einen Reim darauf machen würde. Irgendwann. Das Ritual, die Plaketten, die Karte. Jetzt ergibt alles endlich ein wenig Sinn. Wovon sprecht ihr? Ihr habt es auch verpasst. Was für ein Paar wir doch abgeben. Was hat Hircine uns gezeigt? Er hat die Schlange offenbart, was ich für eine Darstellung unserer Beute halte. Doch die Himmelsgeschichten auf den Plaketten. Die Hexe, der Henker und der Jäger. Das sind die Rägwächter. Und das bedeutet? Seht auf eure Karte. Seht ihr die Markierungen in Form einer Schlange in den Sternen? Und seht ihr, dass eine Markierung fehlt? Wenn ich sie ergänze, sehen wir die ganze Schlange. Dorthin müssen wir gehen. Was die Rägwächter angeht. Nun, wir werden sehen. In Ordnung. Ich mache mich auf dem Weg dorthin. Die Geschichtenerzähler sagen, die Dwemer kannten die Sterne besser als alle anderen. Eine merkwürdige Leidenschaft für ein Volk, das unter der Erde lebte, was? Wie dem auch sei, machen wir uns zu diesem letzten Ort auf. Erzählt mir mehr über die Schlange in den Sternen. Die Schlange in den Sternen ist die Verderberin, die Feindin. Ließe man es zu, würde sie die kleineren Sterne ohne Zögern verschlingen. Zum Glück sind die Wächter, der Henker, die Hexe und die Jägerin stark und beschützen die kleineren Sterne. Erzählt mir mehr über die Hexe in den Sternen.
Die Hexe strahlt ihr Licht auf Zirkel, die das Reg vor Außenseitern und anderen beschützen, die den Regmannen schaden wollen. Ihr gutes Auge durchschaut alles. Fels, Wasser, Fleisch, um die harten Wahrheiten zu finden. Und wenn sie spricht, lügt sie niemals. Warum nennt ihr den Krieger den Henker? Er trägt doch eine Axt, oder? Der Henker steht für ein schnelles Ende und eine angemessene Vergeltung. Er bringt Gerechtigkeit und Strafe in gleichem Maße. Warum nennt ihr die Diebin die Jägerin? Die Jägerin ist unter den Himmelsgeschichten die gerissenste. Klug wie ein alter Fuchs und schnell wie ein Junger. Sie beobachtet die Schlange in den Sternen und findet sie, wohin sie auch kriecht. Sie lehrt uns, leise zu gehen und still wie die Nacht zu sein, wenn wir töten. Nun gut, dann machen wir uns doch mal auf zu dem Punkt, den sie uns markiert hat. Ich denke mal, das ist hier oben. Natürlich muss ich hier andersrum rüber. Ei, das muss die Stelle sein. Seht euch nur dieses ganze Dwemer-Werk an. Der Eingang nach Ptazel muss hier irgendwo sein. Bei den Dwemern gibt es aber immer irgendeinen Kniff. Mhm. Seht euch die Säulen an. Noch mehr Himmelsgeschichten. Dreht die Steine in der richtigen Reihenfolge und wir finden die Tür. Ja, wenn das alles so einfach wäre. In der Tat. Eine Art Dwemer-Schloss, vermute ich. Ja. Wolltest du mir noch was sagen? Verdammte Dwemer, habe ich recht? Diese Geräte sind noch nicht natürlich. Mit diesen ganzen Zahnrädern und allem. Irgendeine Idee, wie wir die Tür öffnen können? Ich sag jetzt schon mal vorweg, es sind garantiert die Sternzeichen. Ha, ich versuche nicht so viel über Dwemer-Unfug nachzudenken. Doch ich habe da einen Einfall. Wir haben drei Himmelsgeschichten in den Hügeln gefunden, oder? Wächter waren sie. Euer Krieger, eure Diebin und euer Magier. Ich glaube, wir brauchen ihre Hilfe, um unsere Beute zu fangen. Die Wächtersternbilder. Verstanden. Ich will euch ja nicht hetzen, Bussard. Aber wenn ihr euch diesen Schlüsselstein schnappen wollt, solltet ihr vielleicht einen Zahn zulegen. Na gut. Die Frage ist jetzt nur, wer soll wo sein? Und wie sehen die aus? Ich habe keine Ahnung, wie jetzt die Bilder ausgesehen haben, ehrlich gesagt. Ich drehe jetzt erstmal. Das sieht richtig aus. Ich wollte gerade sagen, ich drehe jetzt erstmal so lange daran, um zu gucken, ob sich irgendwas einloggt. Das hat gewirkt, Bussard. Ich bin gut, ne? Ich bin total clever. Ich drehe die Dinger immer so lange, bis sie anfangen zu leuchten. Hört ihr das? Gut gemacht. Das war's dann. Halt. Etwas stimmt nicht. Eine Finsternis. Arana, geht es euch gut? Eine unheilverheißende Wendung. Reden wir, Freundin. Ja, erklärt mir bitte. Die Tür öffnete sich, aber Arana stieß etwas zu. Sie erwähnte etwas über eine Dunkelheit. Wir sollten nach ihr sehen, aber wir müssen auch feststellen, ob der Schlüsselstein, den wir suchen, hier ist. Wisst ihr, was Arana zugestoßen ist? Nein, aber sie hat eine Feinfühligkeit, die ich nicht habe. Die meisten mächtigen Hexen haben das. Wollen wir hoffen, dass sie sich rasch erholt. Man sagt, mechanische Schrecken bewachen die Tiefen von Ptazel. Koste es, was es wolle. Wir müssen den Schlüsselstein finden. Ich verstehe. Brechen wir auf. Achtet auf die Schatten und seid auf der Hut. Neben den mechanischen Fallen und Verteidigern ist hier auch noch Fürstin Belein unterwegs, die ebenfalls auf der Suche nach dem Schlüsselstein ist, wie wir wissen. Wie könnte Fürstin Belein uns vor uns in die Ruinen gelangen? Fürstin Belein hatte mehr Zeit als wir, um den Arkzand-Schlüsselstein zu untersuchen. Sie wusste vielleicht schon um diesen Ort und die Geheimtür. Oder sie kennt einen anderen Weg hinein. Dann wiederum sucht sie vielleicht an einem ganz anderen Ort. Ihr meint, wir sind am falschen Ort? Das will ich doch sicherlich nicht hoffen.
Sowohl bei dem Dwemer-Schrotthändler als auch bei Aranas Ritual scheint alles auf diesen Ort hinzuweisen. Ich meine nur, Fürstin Belein geht vielleicht von völlig anderen Annahmen aus. Weshalb glaubt ihr, braucht die Graue Schar den Azan-Schlüsselstein? Dwemerische Schlüsselsteine bieten nicht nur Zugang zu verbotenen und ansonsten versperrten Orten. Sie verstrahlen meist auch eine uralte Magie. Die Verwendungsmöglichkeiten für ein solches Relikt sind nahezu unbegrenzt. Mehr werde ich erst feststellen können, sobald ich den eigentlichen Schlüsselstein sehe. Nun gut, dann gehen wir mal rein. Das ist mal wieder ein langes Sendis Verlies. Und ich sind allein schneller. Lasst uns den Schlüsselstein finden. Okay. Das ist also Ptarzeel, was? Passt auf eure Füße auf, Bossart. Jedes Stück Metall hier drin will euch Schaden zufügen. Ja, ich weiß. Weißt du, ich hasse diese Rumstanerei. Ich war jetzt nur gerade am gucken, welchen Weg wir eigentlich gehen müssen oder sollten. Hier rein. Aber ich schätze, dass wir später auch noch den anderen Weg gehen müssen, weil das doch sehr weitläufig ist hier. Da kommt man ja so gar nicht runter. Ja, lass mich keinen Millimeter bewegen. Dass sogar die Dwemer diese Rumstanerei hier mitmachen, das ist schrecklich. Ich meine, ja, ich weiß, das Spiel ist eigentlich nicht dazu ausgelegt, dass man hier... Alter, dass man hier durchläuft. Würde ich ja gerne, aber ich darf ja nichts machen. So, hier könnt ihr von mir aus alle hinkommen, dann mache ich euch alle platt. Ich habe nur keine Lust, dauernd hier mit jedem Einzelnen zu kämpfen. Klaro? So, nein, ich will nicht mit dir reden, ich will den Hebel machen. So. Oh, es war klar. Ich warte mal eben kurz, bis die Ausdauer wieder aufgeladen ist. Ja, es ist... Diese Rumstanerei, das ist das, weshalb, also mitunter das, weshalb es einfach nur total nervig ist, auch PvP zu spielen. Weil die können auch nichts anderes als nur rumstannen und dann machen sie kurze Angriffe auf einen und dann ist man kaputt. Ich werde unsere besten Handwerker hier herunterschicken, um es abzubauen. Bis dahin kümmern wir uns um den Rest dieser Metallbestien. Ich höre etwas. Jaulen und Kratzen da, an den Wänden. Das muss der Arzan Schlüsselstein sein. Überall Finsternis in unserem Haus. Dann ist es also wahr. Ihr lebt. Nichtsdestominder gehört der Schlüsselstein mir. Ich habe euch gesagt, dass er durch Markarth geschlichen ist. Er ist nicht so beeindruckend, wie ihr mich glauben ließet. Genug, Belein. Nehmt den Schlüsselstein. Mein Verandis würde uns verfolgen. Diese lächerliche Kreatur. Ich weiß nicht, wofür sie sich entscheiden wird. Rada, ihr müsst zuhören. Es bleibt immer noch Zeit, die Dinge richtig zu stellen. Rada! Rada! Fürstin Belein hat den Schlüsselstein genommen. Und diese Metallbestie steht uns im Weg. Ja, dann würde ich sagen, machen wir sie mal platt. Lasst uns jetzt von hier verschwinden. Machen wir. Ups, ich habe sie zurückgelassen. Ah ne, sie ist schon da.
Ich höre kein Klappern hinter uns. Ich glaube, die Luft ist rein. Verflucht sei diese Fürstin Belein. Ich dachte, wenn wir den Schlüsselstein an uns bringen können, können wir endlich die Oberhand gewinnen. Ich habe es satt, der grauen Schar immer nur in die Waden zwicken zu können. Ich habe es auf ihre Kehle abgesehen. Vielleicht können wir sie immer noch einholen. Vielleicht. Doch von hier ab müsst ihr allein weitergehen, Bussard. Der Pfad gabelt sich und wir müssen getrennter Wege gehen. Zumindest eine Weile lang. Hier unten ist etwas. Eine Finsternis. Sie nagt sanft an meiner Seele wie Blutegel in einem Tümpel. Ihr geht also? Ich muss zurück an die Oberfläche. Ich muss den Himmel sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Ich trommle die Krieger zusammen und bereite mich auf den kommenden Kampf vor. Beschützt euer Herz, Bussard. Die Dunkelheit wird auch an euch nagen, wenn ihr sie lasst. Danke für die Warnung, Arana. Behaltet Verandis im Auge, Bussard. Radar Al-Zaran hat nur mit ihm gespielt. Er hat noch Pläne für euren Freund, glaube ich. Erzählt mir mehr über die Finsternis, die ihr verspürt. Es ist schwierig zu erklären. Wie die Meisterhexerei. Stellt euch einen Felsen vor. Schwer, fest, riesig. Nun stellt euch einen grinsenden Bastard vor, der ihn auf eure Brust herabsinken lässt. Zunächst noch langsam, doch er beginnt euch zu zermalmen. Stück für Stück wird das Atmen schwerer. Ist das Gefühl der Finsternis hier unten schlimmer? Ei. Es fühlt sich an, als würde mir ein nasser Lumpen die Kehle hinunterrutschen und mir das Leben auspressen. Ich komme schon zurecht, doch ihr müsst wachsam bleiben. Ihr alle. Was auch immer es ist wie ein schwarzer Stein in einer sauren Frucht. Und ich glaube, er gehört nicht in diese Welt. Habt ihr irgendwelche Eindrücke vom Azant-Schlüsselstein bekommen? Dwemer-Magie ist schwer zu fassen. Sie ist so sauber. Nur gerade Kanten ohne zerfasernde Ränder. Sie ist unnatürlich. Das ist sie. Der Schlüsselstein könnte eine Tür öffnen. Oder noch mehr als das. Er will nicht nur öffnen, er will etwas aktivieren. Was ist mit dem Silber, das wir hier unten gesehen haben? Ich werde Handwerker schicken, um es zu sammeln. Wir fertigen daraus Waffen. Pfeilspitzen, versilberte Klingen. Wir haben ein paar Metallwerker im Clan. Sie nutzen, was wir zur Verfügung haben. So wie immer. Silber tut der grauen Schar weh. Also verarbeiten wir Silber. Nun gut, dann... Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir noch die Holzreste mit. Sieht ein bisschen komisch jetzt aus, aber egal. Wir müssen theoretisch hier rum. Und hier vorne hin. Verandis. Gwendis, denkt doch nach. Nein, sie sind dem Galgen einmal entkommen. Das wird kein zweites Mal geschehen. Okay. Worum geht's? Meine Freundin. Ich dachte, ich könnte Radar Al-Zaran und Fürstin Belein einholen. Ihn überzeugen, dass... Jedenfalls tut es mir leid, dass ich versagt habe. Sie haben den Schlüsselstein und sind über den Fluss entkommen. In Richtung des Dwemer-Bauwerks in der Ferne. Also, was machen wir jetzt, Verandis? Im Gegensatz zu Gwendis können wir nicht einfach ohne Plan losstürmen. Ein klarer Kopf wird uns den Sieg bringen. Merkt euch das. Dieser Wettstreit ist noch lange nicht vorbei. Mit einer frischen Spur, der wir folgen können, und neuen Verbündeten an unserer Seite ist der Sieg näher als je zuvor. Und das liegt vor allem an euch. Wir erhalten ein geschärftes, einhändiges Schwert vom Set trotz des Hexenritters und einen Fertigkeitspunkt. Das muss Schwarzweite sein. Ich habe die Legenden gelesen, doch ich hätte nie gedacht, dass sie wahr sind. Die Geschichten werden dem Land kaum gerecht. Vielleicht werde ich eines Tages die Gelegenheit haben, es genauer zu erkunden. Fürs Erste haben wir Arbeit zu erledigen. Steht ihr mir immer noch bei, meine Freundin?
Ich stehe euch bei, aber Fürstin Bilein hat den Akzan-Schlüsselstein an sich genommen. Ah, der Schlüsselstein. Was ist er und welche Verbindung hat er zu diesem Dwemer-Bauwerk? Welche Bedeutung haben sie für Rade al-Saran und Fürstin Bilein? Vielleicht wollen sie sich irgendeine Art von dwemerischer Hexerei zunutze machen. Wie dem auch sei, wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihr Ziel erreichen. Sollen wir ihnen folgen? Ja, aber wir müssen mit Bedacht vorgehen. Wir kennen den Zweck des Schlüsselsteins nicht und wir wissen nicht, was sie mit ihm vorhaben. Doch wir sind nicht völlig hilflos. Wir können jedes Hindernis überwinden und einen Weg voranfinden. Das schaffen wir immer. Ich werde euch helfen, einen Weg in diese Dwemer-Ruine zu finden. Ich treffe euch auf der anderen Seite des Flusses. Gemeinsam werden wir einen Weg finden, diese Ruine zu betreten. Rade al-Saran wiederzusehen, das hat viele alte Wunden aufgerissen. Er war nicht immer böse, wenigstens würde ich gern glauben, dass er das nicht war. Die Hoffnung eines Narren ist wahrlich gefährlich. Ihr wirkt gespalten, was Rade al-Saran angeht. Gespalten? Ich schätze, so könnte man das nennen. Wir waren einmal Freunde, Partner in einem großen und noblen Unterfangen. Und dann hat Rade sich verändert. Oder vielleicht war das auch ich. Wer kann das schon sagen? Er verriet, woran wir glaubten. Und dann starb er. Oder zumindest dachte ich das. Aber wir müssen Rade al-Saran aufhalten, richtig? Ohne Zweifel. Rade al-Sarans Pläne, wie immer sie auch aussehen, werden sich für das Reich der Sterblichen als verheerend erweisen, wenn sie sich weiter frei entfalten dürfen. Ich hoffe, ich kann mit ihm reden. An das Gute in ihm appellieren und ihn zur Vernunft bringen. Falls nicht, tue ich alles, was nötig ist, um diese Sache zu beenden. Warum habt ihr nicht erkannt, dass Fürstin Bilein eine Vampirin ist? Wir haben die Fähigkeit, unseren Zustand vor Sterblichen zu tarnen. Doch es braucht wahrlich einen mächtigen Vampir, um sich vor einem von unseresgleichen zu verbergen. So ungern ich es auch zugebe, Fürstin Bilein hat mich zum Narren gehalten. Ich kann euch Folgendes sagen. Sie ist wie kein Vampir, dem ich bisher begegnet bin. Was meint ihr? Alle Vampire sind von Molag Bal gezeichnet. Es ist die unentrinnbare Wahrheit unseres Zustands. Doch Fürstin Bilein, in ihr spürte ich etwas anderes. Eine leere Dunkelheit. Aber trotzdem, wenn ich mit Rade al-Saran reden kann, können wir diese Sache vielleicht ohne Blutvergießen beilegen. Irgendeine Vermutung, was sie mit dem Akzaran-Schlüsselstein vorhaben? Ich konnte den Schlüsselstein kurz untersuchen, ehe Rade al-Saran und Fürstin Bilein ihn an sich rissen. Er ist ein Stein mit vielen Facetten, eingefasst in einen Reif aus Metall, offenkundig von der Machart der Dwemer. Ich bin kein Gelehrter in Sachen Dwemer, doch dieser Schlüsselstein, er könnte tausende verschiedener Verwendungszwecke haben. Doch bei all euren Reisen müsst ihr schon einmal auf etwas Ähnliches gestoßen sein. Nun, er weist einige Ähnlichkeiten zu den Welkensteinen der Aileiden auf. Doch soweit ich weiß, hatten die Aileiden und die Dwemer wenig miteinander zu tun. Es ist verwirrend. Verzauberte Steine dienen oft als Machtquellen, sowie als Schlüssel und sogar als Waffen. Ein Einsatz als Machtquelle oder Schlüssel scheint wahrscheinlicher, da sie den Stein doch in diese Ruine gebracht haben. Ich bin zum selben Schluss gekommen, meine Freundin. Gehen wir dorthin und finden es heraus, in Ordnung? Und falls die Gelegenheit sich bietet, kann ich Rade al-Saran vielleicht zur Vernunft und dazu bringen, diesen zerstörerischen Kurs aufzugeben, den er für die Graue Schar gesetzt hat. Ja, was der genau für eine Rolle spielt, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ich habe zwar alles schon mehrfach durchgespielt, aber Feeling geblieben ist nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach so viel ist und das waren wunderschöne Geschichten, die ich im Laufe meiner Teso-Zeit kennengelernt habe und man erinnert sich halt nicht mehr an alle Details. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und dann erkunden wir sozusagen Schwarz weiter, beziehungsweise ja, werden unseren Plan dann durchziehen in der nächsten Folge. War das jetzt nicht ein wundervoller deutscher Satz? Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.